Ja, liebe Fußballfreunde, heute 19. September, 6. Spieltag der Rheinland-Lea-Saison 21-20 mit dem Derby SG Mendig-Bell gegen TuS Mayen. Halbzeitergebnis 1:0, Endergebnis 2:3. Die offizielle Zuschauerzahl 303. Bedanken möchten wir uns bei Schiedsrichter Alexandra Moss und seinen Assistenten Manuel Mück und Axel Bach. Auf meiner linken Seite begrüße ich Tobias Uhrmacher, den Trainer der TuS Mayen. Auf der rechten Seite Koda Stalf, Trainer der SG Mendig-Bell. Pressevertreter heute vertreten mit Jan Müller von der Rheinzeitung, Stefan Pauli vom Wochenspiegel und Matthias Schlenger vom Lokalanzeiger am Wochenende. Stefan Schmitz, Blick aktuell. Die Torschützen in der Abfolge: 38. Minute das 1:0, 47. Minute das 2:0, dann das 2:1 in der 65., 2:2 75. und der Siegtreffer für die Mayener in der 90. Minute zum Endstand von 2:3. Gelbe Karten haben wir gesehen auf Mendiger Seite eine und auf Mayener Seite 3 in der 50., 67. und 76. Minute. Wechsel wurden vollzogen. Ein Doppelwechsel in der 68. Minute bei Mendig, in der 61. Minute, 71. und 89. Minute auf Mayener Seite. Ja, Tobias, ihr seid in die Liga seid ihr nicht besonders gut gestartet, oder gestartet seid ihr gut mit einem gewonnenen Spiel, dann 4 Spiele verloren. Jetzt heute der Sieg hier in Mendig. Was bedeutet das für euch und wie hast du das Spiel gesehen? Hallo zusammen. War ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns, wie gerade schon angesprochen. Wir sind zwar gut in die Saison gestartet, haben aber zuletzt einen Negativlauf hinnehmen müssen. Wir haben dann auch viele Personalprobleme gehabt. Man muss der Mannschaft heute aber ein Riesenkompliment machen. Wir haben in den letzten Spielen immer wieder Nackenschläge hinnehmen müssen, haben es heute trotzdem aber gut gemacht, sind immer wieder aufgestanden. Und ich glaube, das ist am Ende ein Sieg, den wir erzwungen haben. Wenn er jetzt heute fällt, umso schöner. Es war ein Spiel, das hätte auch in beide Richtungen kippen können. Wir haben es immer wieder geschafft, Druck auf die letzte Kette von Mendig zu erzielen. Wir haben in der ersten Halbzeit schon ein paar Durchbrüche gehabt. Haben 4, 5 weitere 10, wo der Ball ins letzte Drittel zu unsauber gespielt wird. Dann haben wir trotzdem 2 1-gegen-1 Duelle kreieren können, wo wir Nackenschläge dann auch wieder hinnehmen müssen, weil wir die Chancen nicht nutzen. Und dann bekommen wir eine Standardsituation, ein Traumtor von den Keinemann. Vielleicht ein bisschen fragwürdig, ob es ein Foul ist oder nicht. Wir haben es so hingenommen. Dann kommt nach der Halbzeit, ziemlich genau 47. Minute war es, glaube ich, wieder eine Standardsituation. Liegen dann 2:0 hinten und ich glaube, dass dann nicht mehr viele mit uns gerechnet hätten. Und von daher Kompliment an die Truppe. Wir haben nicht aufgesteckt, haben alles reingehauen. Und am Ende hatten wir dann auch das nötige Glück auf unserer Seite, dass wir dann in der 90. durch eine gute Besetzung und eine glückliche Spielsituation dann auch den Siegtreffer für uns erzielen konnten. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe gesehen, wenn ich mir meine Liste anschaue, 6 Torschancen jeweils oder hochkarätige Torschancen für die Mendiger. Ihr habt 2 gehabt in der ersten Halbzeit, 3 in der zweiten Halbzeit. Schon Chapeau, aus diesen 3 habt ihr 3 Tore gemacht. War das vielleicht auch ein Geschenk von den Mendigern? Bisschen hinten zu schwach gestanden oder zu nachlässig? Ja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich glaube, die Standardsituation, da verteidigen wir es auch nicht schlecht, dann kann man vielleicht sagen, das war auch ein Geschenk von uns. Ich bin aber kein Fan davon, zu sagen, es waren Geschenke oder nicht. Ich sage meiner Mannschaft dann, ihr habt es in dem Moment auch gut rausgespielt durch eine gute Besetzung und das stand dann im Vordergrund. Am Ende, ob ein Sieg verdient ist oder nicht, da gibt es verschiedene Ansichtsweisen. Heute haben wir 3 Tore gemacht und nur 2 bekommen und sind dann damit der Sieger, ob das glücklich ist oder nicht. Wir nehmen die Punkte gerne mit. Ein ganz, ganz wichtiger Derby-Sieg für uns. Ja, fragen wir mal auf die andere Seite. Kodai, bittere Niederlage heute hier. Ihr habt euch was anderes vorgenommen. Erzähl, wie habt ihr es gesehen? Oder wie hast du es gesehen?
Ja, sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Wenn man 2-0 führt und am Ende dann verliert, ist natürlich direkt so nach dem Spiel nur die Enttäuschung da. Trotzdem Glückwunsch an Main natürlich. Die haben sehr viel investiert in der zweiten Halbzeit. Wir haben es einfach nicht verstanden, es clever runterzuspielen nach dem 2-0. Ist eigentlich alles für uns gelaufen. Die Durchbrüche hat der Robin Rohr meistens dann gehalten, haben das 2-0 gemacht, haben eigentlich das Heft selbst in der Hand gehabt und machen aber nicht das 3-0. Aus dem Spiel heraus hatten wir, glaube ich, auch einige Chancen, die wir nicht verwerten können. Nach hinten sind wir ein bisschen zu offen gewesen, war ein bisschen Harakiri, da fehlt so ein bisschen die Ordnung, der Wurm ist im Moment irgendwie drin und ja, dann nach dem 1-2 schaffen wir es einfach nicht, das zu verbessern im Spiel. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir das nicht hinbekommen im Moment, geschlossen trotzdem dagegen zu halten, das 3-1 zu machen, nachzulegen und den Sack zuzumachen. Das ist uns heute nicht gelungen. Ja, heißt aber für die nächsten Spiele, dass wir wieder, wir haben jetzt eine Woche spielfrei, wir müssen uns sammeln, wir müssen wieder gut trainieren und wieder mit einer positiven Stimmung ins nächste Spiel gehen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht die Köpfe hängen lassen. Jetzt haben wir die Negativserie, dass wir die Köpfe oben lassen und dass wir im nächsten Spiel, das steht wieder 0-0, dass wir da wieder Gas geben. Ja, vielen Dank. Ich darf die Pressevertreter fragen. Gibt es von den Pressevertretern Fragen an die Trainer? Ich sehe einen Kopfschütteln. Nein. Ja, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Nochmal so von meiner Seite her Glückwunsch für den Sieg. Wir sehen uns am 19.03. in Mayen zur Revanche. Schauen wir, was da dann geht. Und in eigener Sache, Kode hat es gerade angesprochen, nächste Woche, 26.09. ist spielfrei für die Männer der SG. Und am 3.10. hier 14.30 Uhr das nächste Heimspiel hier im Mai-Prinz-Shop-Stadion gegen den Ahrweiler, gegen Ahrweiler BC. Also das nächste Derby steht an. Ich wünsche Ihnen alle noch einen schönen Sonntag, den Mendigern Kopf hoch und beiden für die nächsten Spiele viel, viel Glück. Dankeschön. Dankeschön, schönen Restsonntag. Ja.